Ja, es ist endlich soweit. Aegis Dynamics stellt seine militärische Schiffe auf der Invictus 2954 in Star Citizen aus. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Star Citizen Proof und wenn du keine News mehr rund um Star Citizen verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal und klick auf die Glocke. Wir sind auch bald bei den ersten 1000 Followern und ich freue mich sehr, dass ihr mich so unterstützt. Vielen Dank dafür. Aber nun lasst uns einen Blick auf Aegis Dynamics werfen und was es heute sonst noch alles so zu Invictus und der neuen Saber Firebird gibt und alles andere, was noch neu ist. Kurz nach einem Intro geht's los. Was hat Aegis Dynamics, der legendäre Raumschiffhersteller aus der Star Citizen Welt, mit der dunklen Messer-Ära zu tun? Lasst uns das heute auch mal herausfinden. Beginnen wir mit der Geschichte von Aegis Dynamics, einem der prominentesten Raumschiffhersteller im Star Citizen Universum. Aegis Dynamics ist ein menschlicher Raumschiffhersteller mit Sitz auf Sestulus in Davian 2. Das Unternehmen wurde durch einen Zusammenschluss zwischen Aegis Macrocomputing und Dynamic Production Systems gegründet und begann zunächst mit der Produktion von Computersystemen für Raumschiffe. Doch nach dem Machtantritt von Eva Messer änderte sich alles. Aegis begann Kampfschiffe für das UEE-Militär zu produzieren, darunter den bekannten Retaliator Bomber. Interessante Wendung. Nach dem Sturz des Messer-Regimes im Jahr 2792 sah sich Aegis Dynamics massiven öffentlichen Reaktionen ausgesetzt. Das Unternehmen verlor seine Militäraufträge, musste viele Mitarbeiter entlassen und sich intern neu strukturieren. Überraschenderweise fanden die einstigen Militärschiffe plötzlich großen Anklang auf dem zivilen Markt. Schiffe wie die Retaliator wurden umgebaut und für völlig andere Zwecke genutzt, wie zum Beispiel Bergbau oder Warentransport. Heute ist Aegis Dynamics ein wichtiger Hersteller, sowohl von zivilen als auch militärischen Raumschiffen. Ein faszinierender Wandel, wenn man bedenkt, wie eng das Unternehmen einst mit dem faschistischen Regime der Messer-Ära verknüpft war. Und nun schauen wir uns an, welche beeindruckenden Schiffe von Aegis Dynamics auf der Invictus Launch Week ausgestellt sind. Da haben wir einmal die Avenger Stalker, eine modifizierte Version des Avenger, perfekt für Kopfgeldjäger dank eingebauter Gefängniszellen. Die Aegis Avenger Titan, ehemals ein Patrouillenschiff der Advocacy, jetzt mit zusätzlicher Frachtkapazität für leichte Kurierdienste für den zivilen Dienst tauglich gemacht. Und die Aegis Avenger Titan Renegade, die ist eine Special Edition des Avenger Titan mit einzigartiger Lackierung und Ausrüstung für den Arena Commander. Die Aegis Avenger Warlock ist eine Variante des Avenger mit einem EMP-Generator drin, um Feinde relativ human zu deaktivieren, also ohne sie zu killen. Dann haben wir noch die Aegis Eclipse. Das ist ein eleganter Stealth-Bomber, bewaffnet mit schweren Torpedos. Die Aegis Gladius ist ein älterer, aber wendiger, leichter Jäger mit mittlerer Bewaffnung. Und die Gladius Valiant wird auch ausgestellt, ist aber eigentlich nur so eine Special-Edition der Gladius mit einer speziellen Lackierung und man sagt so, sie sagen selber Ausrüstung für den Arena Commander. Wir haben die Aegis Hammerhead. Das ist eine Mehrzweckkorvette mit zahlreich bemannten Türmen und schwerer Feuerkraft. Die Aegis Redeemer. Die ist ein stark bewaffnetes Kampf-Gunship, das sich im Kampf mit beeindruckender Waffenlast behaupten kann. Und dann natürlich die Aegis Retaliator. Sie ist eines der mächtigsten Kriegsschiffe der UEE, entworfen, um Großkampfschiffe zu zerstören mit den Size 9 Torpedos. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Die Aegis Saber. Ein leichter, eleganter und tödlicher Jäger, der Agilität über Haltbarkeit stellt. Die Aegis Saber Comet ist auch ausgestellt. Ist eine Special Edition der Saber mit einzigartiger Lackierung und auch wieder Ausrüstung für den Arena Commander. Und dann die neue Aegis Saber Firebird. Eine Variante der Saber mit einer verheerenden Kombination aus Geschwindigkeit und ballistischer Feuerkraft, denn sie hat jede Menge Raketen mit an Bord. Zur Firebird kommen wir aber gleich nochmal etwas genauer. Dann ist natürlich noch die Aegis Vanguard Harbinger ausgestellt. Das ist ein leistungsstarker Bomber der Vanguard-Reihe, der dazu konzipiert wurde, an vorderster Front eingesetzt zu werden. Dann haben wir die Aegis Vanguard Sentinel. Sie wurde entworfen, um clever zu kämpfen, anstatt sich mit den Feinden frontal zu stellen. Und die Aegis Vanguard Warden, ein Langstreckenjäger, ein schwerer Jäger mit bemannten Geschützturm. Jetzt kommen wir aber mal zu den Neuigkeiten bei Aegis auf der aktuellen Invictus. Und da fangen wir direkt an mit der Saber Firebird.
sie ist endlich da. Aber auch hier zu der Firebird wird es nochmal ein gesondertes Video von mir geben, da es hierzu nun auch ein Q&A gibt, das ich in das Video natürlich dann mit einbauen möchte. Und damit das Video hier nicht zu lang wird, habe ich mich dazu entschieden, ein eigenes Video zu der Firebird zu machen. Also bleibt dran, abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen. Hier aber dennoch schon mal einige wichtige Eckdaten. Im Werbetext und auf der Werbeseite steht auch Raw Speed, das heißt die Saber hat eine leichte Struktur, gekoppelt mit einem super geladenen Antrieb, und das verleiht der Firebird eine rasante Geschwindigkeit, die dann auch verheerende Hit-and-Run-Angriffe gegen deutlich stärkere Gegner möglich macht. Missile Barrage, das steht für die Firebird, denn die ist natürlich ausgelegt, um einen unaufhörlichen Raketennagel zu liefern und die Ziele dank ihres Raketenwerfers und einem Dutzend Size-3-Raketen in die Hölle zu schicken. Unmitigated Toughness ist der nächste Punkt. Das heißt, die Geschwindigkeit der Firebird macht sie schwer zu treffen, aber im unwahrscheinlichen Fall eines Treffers ist sie auch dank robuster Panzerung und erstklassiger Schilde bemerkenswert widerstandsfähig. Schauen wir uns kurz die technischen Spezifikationen an. Sie ist 26 Meter lang, 30 Meter breit, hat eine Höhe im Flug von 3,80 Meter oder 5 Meter, wenn sie gelandet ist, mit ausgefahrenem Fahrwerk. 12-mal Size 3 Thunderbolt-Raketen sind damit dabei und der Pilot kontrolliert Dual Mantis GT-220, also Size 3 Gatling-Kanonen. Die Besatzung besteht aus einem Pilot. Die Saber Firebird kommt mit 3 Lackierungen. Zusätzlich zum Standard, da haben wir einmal den Landslide, den Windbreak und der Concierge-Lackierungsskin Ash Cloud, die ich persönlich ziemlich cool finde, denn sie kommt dem Nightrunner-Skin, diesem Schwarz-Gold, sehr nah. Der Ash Cloud Paint ist in der Standalone-Variante als Concierge schon im Warbond-Angebot mit enthalten und da kostet sie 188,14 €. Wer sich hingegen eine mit Store-Credits leisten möchte, der kann dies für 204,74 € tun. ATE ist jedoch nur im Warbond-Angebot enthalten, solltest du dich für die Warbond-Variante entscheiden. Solltest du dich nicht für die Warbond-Variante entscheiden, also für die Store-Credit-Variante, kriegst du 120 Monate lang Versicherung mit dazu. Es sind immerhin 10 Jahre. Es gibt aber auch ein nettes Paket mit allen 3 Saber-Varianten oder mit 3 Saber-Varianten. Als Concierge sogar mit dem Ash Cloud Paint für all diese 3 Varianten. Im Warbond sind dann auch alle 3 Saber mit LTI enthalten. Die Saber Firebird und die Saber Comet sind nämlich in diesem Paket mit drin. Dieses Paket kostet stolze 509,08 € als Warbond und mit Store Credits sogar 564,42 €. Da sind dann allerdings nur 120 Monate Versicherung mit dabei. Denkt daran. Was heißt hier nur? Sind auch 10 Jahre, wie gesagt. Alle weiteren Details klären wir in einem anderen Video, also haltet die Augen nach diesem Video offen und wie gesagt, abonniert den Kanal. Das zweite Schiff ist zwar nicht neu, aber die Modularität, die mit diesem Schiff als erstes in Star Citizen Einzug erhalten wird, das ist neu. Dies ist ja auch für die Alpha 4.0 geplant und angekündigt. Auch dazu befindet sich übrigens schon ein Video in der Produktion, also bleibt dabei. Die Rede ist hier nämlich von der Retaliator. Ich muss sagen, dass sie mich wenig anspricht, aber es gibt sicherlich einige Fans der Tali. Doch was ist jetzt neu? Wie in der Geschichte gelernt, ist Aegis auch in den privaten Sektor vorgedrungen und hat hier seine Militärschiffe auch an private Käufer verkauft. Hier spielte die Modularität eine große Rolle. Ich werde auch zu der Retaliator und den Modulen nochmal ein gesondertes Video machen, also wie gesagt, bleib am Ball. Hier allerdings mal kurz die Eckdaten. Du kannst dir jetzt im vorderen und hinteren Bereich der Tali aussuchen, wie du sie ausstatten möchtest. Es gibt vorne das sogenannte Bow-Modul und hinten das sogenannte Stern-Modul. Vom Prinzip her kannst du die Tali nun ganz individuell an deine Bedürfnisse anpassen. Im Bow-Modul-Bereich, was der größere Bereich zu sein scheint, gibt es das Cargo-Modul mit 38 SCU Frachtkapazität, das Torpedo-Modul mit 4x Size 9 Torpedos, ein Personal-Modul, was noch im Konzept ist, was so Wohn- und Aufenthaltsraum darstellt für mich, und ein Dropship-Modul, was auch noch im Konzept ist, mit 12 Jumpseats. Im Sternmodulbereich, also der kleinere Bereich, gibt es dann auch wieder ein Cargo-Modul, das hat dann allerdings nur 36 statt 38 SCU Cargo, und das Torpedo-Modul mit 2x Size 9 Torpedos. Das Personal-Modul ist, wie gesagt, ja noch im Konzept, auch für den Sternbereich, also so ein Wohn- und Aufenthaltsraum. Diese Varianz gibt dir die Möglichkeit, das Schiff individuell anzupassen. Zum Beispiel komplett auf Cargo, das wären dann 74 SCU Cargo, oder komplett auf Torpedo, dann hättest du 6x Size 9 Torpedos, aber auch eine Mischung aus den ganzen Modulen ist natürlich denkbar und damit haben wir schon einiges an Möglichkeiten im Verse für dieses Schiff.
Natürlich gibt es auch hier wieder Kaufangebote. Die Warband-Variante, wie immer mit LTE und mit allen Modulen, gibt es für stolze 398,41 €. Als Store-Credit-Variante mit 120 Monaten Versicherung bekommst du alle Module und das Schiff zusammen für 442,68 €. Auch Varianten für nur Cargo oder nur Torpedos werden angeboten. Die Cargo-Variante mit LTE im Warbond kostet 282,21 €, die Torpedo-Variante im Warbond mit LTE kostet 442,68 €. Demgegenüber stehen die Store-Credit-Varianten mit für Cargo 249,01 € und der Torpedo-Variante für 315,41 € mit 120 Monaten Versicherung. Das war noch nicht alles. Es gibt nämlich auch noch drei Farben für die Tali. Einmal der Underbrush, der Calico und einen, so ein gelber Paint, der sich Backlash nennt. Alle drei Farben kosten 15,94 € statt 19,92 € und sind somit auch im Angebot. Lasst mich doch mal wissen, was ihr von diesen neuen Entwicklungen haltet. Seid ihr begeistert von der Saber Firebird oder interessiert an der Modularität der Retaliator? Kommentiert es doch hier unter dem Video und lasst es mich wissen. Und jetzt kommen wir noch zu den aktuellen CCU-Angeboten auf der Invictus Launch Week. Denkt dran, diese sind immer nur 24 Stunden gültig, also es könnte sein, dass es sie morgen um diese Zeit schon nicht mehr gibt. Deswegen müsst ihr, wenn ihr euch so ein CCU sichern wollt, schnell sein. Heute sind im Angebot einmal die Saber Firebird für 170 $ statt 185 $. So kann man sie dann zum Beispiel von einer Prospector, weil die kann man immer kaufen als CCU, für nur 16,80 €, sich das CCU schon mal sichern auf die Firebird. Hier sind dann aber die Paints nicht mit enthalten, auch nicht der Concierge Paint, den müsstest du dann extra kaufen. Das zweite CCU von heute ist die Retaliator mit 160 $ statt 175 $, also auch hier 15 $ Ersparnis. So kann man auch von einer Prospector hier für 5,53 € ein Upgrade erstellen. Oder ein CCU auf die Gladius Valiant. Diese kostet 100 $ statt 110 $ und diese kann man dann von einer normalen Gladius upgraden auf eine Gladius Valiant für 11,07 €, wenn man das möchte. Für diejenigen unter euch, die jetzt nicht wissen, was labert der da eigentlich, CCU und CCU-Kette und so weiter, für den empfehle ich hier, das Video da oben mal anzuschauen, denn in diesem neuen Video bringen wir euch auch bei, wie ihr Geld sparen könnt beim Kauf von Schiffen in Star Citizen. Das Ganze ist hier oben verlinkt. Schaut es euch an. So, und das war's auch schon mit den ganzen Infos hier heute zu dem Tag von Aegis Dynamics auf der Invictus. Wir haben uns die Geschichte angeschaut, wir haben uns angeschaut, welche Schiffe gerade neu sind und welche Warbond CCUs es heute gibt. Was haltet ihr denn von dem Ganzen? Habt ihr ein Lieblingsschiff von denen, die ausgestellt sind? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Was haltet ihr von der Modularität der Retaliator? Was haltet ihr von der Saber Firebird? Habt ihr euch schon eine gekauft? Oder wartet ihr noch auf den Release von Drake? Auch Drake hat ein Konzeptschiff angekündigt. Also, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, teilt das Video mit so vielen Leuten wie möglich, damit es auch so viele Leute erreicht und der Kanal hier weiter wachsen kann. Ich freue mich darauf und vergesst auch nicht, das Giveaway auf meinem Kanal ist hier unten verlinkt. Zu gewinnen gibt es eine Drake Corsair. Aber dazu natürlich auch am Drake-Tag noch mal ein bisschen mehr. Schaut euch die Streams an auf Twitch. Ich bin dort immer freitags abends am Streamen mit der Community und freue mich natürlich über Zuschauer. Auch da könnt ihr natürlich Punkte sammeln für das Giveaway. Das war's von mir. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Euer Proof over and out. Fly safe.